Ja, hi Leute, herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Video, wie im letzten Video auch schon, geht es um einen Performance- und Temperaturtest von einem PC-Bild, den ich gemacht habe. Und ja, bei mir steht halt nicht nur Optik im Vordergrund, wenn ich einen PC entwerfe und baue, sondern der soll halt auch richtig gut funktionieren. Der soll kühl laufen und leise sein. Und ob das Ganze jetzt hier bei dem Silver Mist Bild, den ich gemacht habe, ob das da funktioniert hat, das will ich euch heute zeigen. Viele PC-Builds werden gebaut, nur um dass sie gut aussehen. Also es gibt halt auch einige Leute, sage ich mal, die bauen einen 360er Radiator ein, einen 360er Slim Radiator und haben dort eine 2080 Ti und 9000K oder so am Laufen. Das geht, keine Frage, das funktioniert. Aber leise wird das nicht sein auf Dauer. Und da ich halt auch möchte, dass man auch neben dem PC ohne Kopfhörer sitzen kann, gebe ich mir immer relativ viel Mühe, dass das Ganze auch wirklich gut gekühlt ist und relativ gut abgestimmt ist von den Lüfterkurven her, ohne dass man jetzt hier Ohrenschmerzen bekommt. So Leute, es geht heute um dieses System hier. Was ist drin in diesem System? Hier steckt drin ein Threadripper von AMD, ein 1950X, erste Generation Threadripper. Der ist getaktet auf 4,1 GHz auf allen Kernen, der steckt auf einem ASRock Phantom Gaming 6X3999 Mainboard zusammen mit 32 GB TeamCoop TFOS Excalibur 3200 MHz mit einer Speicherlatenz von CL16 und das Ganze funktioniert gut zusammen. Der TeamCoop RAM funktioniert mit dem Threadripper einwandfrei, ich konnte mit dem XMP Profil 3200 MHz laden, hat auf Anhieb funktioniert. Dann haben wir hier die Radeon 7, wie ihr seht, ist alles wassergekühlt mit EK Waterblocks Komponenten. Wir haben jetzt hier auf der CPU den EK Velocity STR4, glaube ich, RGB Wasserkühler und auf der Radeon 7 den EK Vector. Pumpe, in dem Fall hier eine EK D5 Pumpe mit dem passenden Oberteil dazu, ist auch RGB Oberteil. Ich lasse das alles aber weiß beleuchtet, weil es mir sonst einfach viel zu bunt ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich habe das kurz erklärt hier, was hier so drin steckt. Achso, gekühlt wird das von zwei 360er EKWB PE Radiatoren. Und Lüfter haben wir jetzt hier die EK Warda Evo. Auch RGB, also dieses ganze System ist komplett RGB fähig. Man könnte es jetzt in allen Farben leuchten lassen. Ist aber nicht so meins. Ich mag es dezent, aber ich baue es immer so, dass man RGB nutzen kann. Weil ja jeder andere Geschmäcker hat. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir gehen jetzt mal hier ins Menü. Wie ihr seht, jetzt hier erweitert alles auf Ultra. WQHD in dem Fall alle Effekte an. Und ich spiele jetzt mal eine Runde für euch hier. Ja, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie die Lautstärke ist beim Zocken. Ich spiele jetzt gerade BF5 hier. Und wie ihr hört, ist das eigentlich relativ leise hier. Und ja, wollte ich euch bloß mal kurz zeigen. Ich zocke dann weiter und dann schauen wir uns mal die Temperaturen an. Ich habe jetzt Battlefield gespielt und wir haben jetzt hier eine maximale CPU-Temperatur gehabt von 62 Grad. Die anderen Temperaturen, die sehen auch sehr gut aus. Grafikkarte maximal 46 Grad. Der Hotspot 74 Grad maximal, das ist auch super. Was haben wir hier noch? Mainboard hier mit maximal 40 Grad angegeben. Der Chipsatz mit 53 Grad. Das sieht alles ziemlich gut aus. Also wie ihr seht hier, ganz entspannt.
beim Gaming keine großen oder beziehungsweise keine heißen Temperaturen und somit völlig okay. Ja, kommen wir zur Cinebench R15 Performance. Ich drücke einfach mal Start. Ja, 3472 Punkte, also fast 3500 Punkte, das ist jetzt nicht so schlecht. Ich würde gleich mal anschließend hier den Cinebench R20 laufen lassen. Das Wasser ist jetzt auch gut aufgewärmt durch Zocken vorher. Wir sehen jetzt hier 72 Grad CPU-Temperatur. Absolut unkritisch. Ist kein Problem. Und wir schauen mal, was jetzt hier rauskommt. Ja, knapp 7800 Punkte. Ich drücke mal nochmal Start hier, ich mache noch einen zweiten Lauf, gucken, ob wir die 7800 vielleicht sogar schaffen. Ja, 7816 Punkte, das ist echt gut für den First Gen, für die erste Generation Ryzen Threadripper 1950X. Der RAM läuft jetzt hier auf 3200 MHz mit CL16, also ich habe jetzt hier einfach das XMP-Profil von dem TeamGroup RAM geladen, das seht ihr nochmal hier, ja, Mount Rate 1T, CL16. 18, 18, 38. Das sind jetzt eigentlich jetzt nicht so krasse Timings, kann man sicherlich noch rumspielen und noch verändern, aber ich habe das jetzt einfach mal so gelassen, weil das System halt so vernünftig auch läuft. So, ich habe mir jetzt hier noch Geekbench 5 runtergeladen und werde jetzt hier mal ein CPU-Benchmark starten. Ja, Single-Core-Score 1068 Punkte, Multicore-Score 13.282 Punkte. So, wir schauen uns jetzt nochmal die Ergebnisse an. So, wir hatten jetzt hier 1068 Single-Core-Score und Multicore-Score von 13.282. Dann schauen wir mal hier in die Charts rein. Top-Single-Core-Charts, nee, Benchmark-Charts, Prozessor-Benchmark. Gucken wir mal, 1062, 68, da liegen wir beim Single-Core-Score ungefähr auf der Höhe vom Ryzen 7 2700X oder vom neuen Threadripper 2920X, ungefähr gleicher Single-Core-Score. Ja, das ist nicht schlecht. Multicore liegen wir mit 13.800 Punkten zwischen dem i9 7940X und 7960X.
Das ist auch nicht schlecht. Wir liegen über Ryzen 9 3900X. Das ist wirklich gut. Und was haben wir hier noch? Den Standard Threadripper 2950X haben wir auch hinter uns gelassen. Den Standard 2990WX haben wir auch hinter uns gelassen. Also, ja, und hier seht ihr mal einen Score von dem originalen 1950X, 10.608, und wir haben gut 3.000 Punkte mehr. Gibt das Übertakten auf 4,1 GHz auf allen Kernen. Also auf jeden Fall eine super Performance. So, jetzt fehlt natürlich noch, die Klassiker fehlen jetzt noch, 3D-Mark Firestrike und 3D-Mark Timespy. Ich starte jetzt mal den Firestrike und melde mich zurück mit dem Ergebnis. Da ist das Ergebnis, 22.242 Punkte, wo wir hier beim GPU-Score bei 25.734 Punkten liegen. Was jetzt für die Radeon 7 mit Stock-Settings etwas wenig erscheint. Ich denke, dass der Single-Core-Speed von der CPU jetzt hier der ausschlaggebende Punkt ist. Würden wir jetzt die Karte original auf zum Beispiel eine 9900K setzen, mit 5 GHz All-Core, würden wir hier wahrscheinlich um die 27.000 bis 28.000 Punkte haben. Das wird den Unterschied machen. Physics-Score hier bei fast 28.000, das ist echt gut. Und der Combined-Score hier bei knapp 10.000, 9.566. Dann geht es jetzt hier direkt weiter mit Timespy. Schauen wir mal, was beim Timespy jetzt hier rauskommt. So, beim Timespy liegen wir hier bei knapp 9000 Punkten, im Grafikscore von 8761 Punkten. Auch hier würde ich sagen, dass man mit einer CPU mit höherem Single-Core-Speed dort auch ein paar mehr Punkte rausholt. Ist aber völlig in Ordnung, das ist eine solide Leistung, und da ich jetzt mal schauen will, wie sich das Ganze im Timespy Extreme verhält, ja, würde ich das jetzt auch nochmal starten, dass wir da auch nochmal eine Übersicht haben, wie sich das Ganze im 4K Gaming verhalten würde. So, ja, Timespy Extreme, sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Wir haben jetzt hier einen Grafikscore von 4230 Punkten. Das liegt so auf dem Niveau von einer RTX 2080, GTX 1080 Ti. Der CPU-Score ist natürlich mit 7000 Punkten auch ziemlich gut. Und das reicht für einen Gesamtscore von knapp 4500 Punkten im Timespy Extreme. So, das war's jetzt schon wieder hier von meinem Performance-Temperatur-Übersichtsvideo zum Silvermist Phantom Gaming Build im Cooler Master H500P Mesh Gehäuse. Wie ihr seht, sieht das nicht nur gut aus, das Teil, sondern es funktioniert auch richtig gut. Es hat richtig gut Leistung und ist leise, ist gut gekühlt, ausreichend auf alle Fälle für die Lautstärke. Also ich habe natürlich den Kompromiss eingegangen, dass ja die CPU ein bisschen wärmer läuft, aber die Temperaturen sind jetzt nicht kritisch, dafür ist der PC aber leise. Was gibt es demnächst hier zu sehen? Demnächst gibt es ein Vlog-Video nochmal zum Pin-Projekt, mein erster Case-Con, mein erstes selbst entworfenes Gehäuse. Die Teile habe ich in Auftrag gegeben, versprochen wurden 14 bis 21 Tage Lieferzeit. Mittlerweile dauert es 6 Wochen, fast, glaube ich. Und die Teile sind jetzt unterwegs, sie sollten diese Woche kommen. Und in dem Vlog-Video, in dem nächsten, will ich die Teile mit euch zusammen auspacken, will euch zeigen,
wie die zusammengesetzt werden und habe dann noch ein bisschen Nacharbeit zu machen mit Gewinde schneiden und so weiter. Da will ich euch dabei sein lassen. Was gibt's noch? Es gibt auf alle Fälle ein neues Timelapse-Bild dann demnächst, auch wieder ein ETX-Gehäuse. Und zwar bekomme ich von Larza 3D das ganz neue L7Z XCD-Gehäuse, wo auch Full-Size-GPUs reinpassen, was trotzdem aber sehr kompakt ist und extrem, was ich finde, extrem gut aussieht. Aber seid gespannt. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann abonniert mich einfach jetzt hier. Und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.